Okay, hi und herzlich willkommen zu Digital Listening, einer weiteren Episode unseres Videoblogs. Und diesmal wollen wir gerne einmal den Jens natürlich vorstellen. Jens legt hier gerade an dem Set auf und beziehungsweise an diesem Aufbau von Plattenspielern, Mixer, Final Scratch, was wir in den vorhergehenden Episoden schon behandelt haben, sowie Chaospad und dem Laptop. Und hierbei ist er mitten dabei aufzunehmen. Jens ist ein DJ von dem Part Team Dynamik und wenn ihr gerne Mixe oder Informationen über Team Dynamik haben möchtet, findet ihr die natürlich auf MySpace und dort einfach Team T-E-A-N und Bindestrich Dynamik eingeben. Und wie gesagt, schaut einfach mal darüber nach und ansonsten gerne schreibt uns eine Mail. Aber dazu in anderen Folgen bestimmt nochmal mehr. Jetzt natürlich möchten wir euch zeigen, wie wir das iKey anschließen und das ist unproblematisch. Während ein DJ auflegt, können wir das einfach mittendrin reinbauen. Und dazu gehen wir dann mal erstmal ins Close-Up. Close-Up, während der Olli das iKey an das bestehende und laufende System anschließt. Ich gehe in dem Fall jetzt hier an den Record-Ausgang vom Mischpult. Record-Ausgang deswegen, weil der Record-Ausgang, egal was der DJ gerade verzapft, auf jeden Fall immer die gleiche Lautstärke rausgibt. Denn wie gesagt, vorne an dem schon angezeigten Anschluss gehe ich bei und stecke die andere Seite des Kabels ran. So macht man das eben halt. Ne? Also eine ganz einfache Sache. Kriegt der unbegabteste Technikmensch auch hin? Das kriegt jeder hin. Dann brauchen wir jemanden noch Strom für die Geschichte, weil ich habe keine Batterien drin. Okay. Und wir brauchen noch das Medium. Eben halt in dem Fall ein 1 GB Stick. Okay. Reicht auf jeden Fall, egal wie man aufnimmt, selbst wenn man nur wenn man als Wave aufnimmt. Die Sache ist, den Stick müssen wir verheiraten, nachdem wir angemacht haben. Deswegen mache ich jetzt einfach mal an. Okay. Ich warte einen Augenblick. Also Moment, lass uns das erstmal so zeigen. Er sagt jetzt Error Low Battery, das ist aber nicht so wirklich schlimm. Das zeigt er wo an? Er zeigt die hier gerade an. Das ist immer der Modus, wenn er anfängt, sich hochzufahren. Okay, also wenn diese rote LED leuchtet. Ja. Und hier blinkt auch noch was? Ja, das ist der Peak, der ist jetzt gerade schon dabei. Ach, der steuert bereits aus, also der hat bereits so mitbekommen, dass das Ganze läuft. Genau, und jetzt verheiraten wir mit dem Stick. Wir stecken den Stick rein, warten noch einen Augenblick, bis die LEDs leuchten. Okay. Es dauert immer einen Augenblick. Ja, ist ja kein Problem. So, und jetzt checkt er die Größe des Sticks und blinkt einmal komplett durch. Okay, also er checkt alle Funktionen, die er jetzt theoretisch machen könnte. So, jetzt hat er mir gerade gesagt, dass das Stick voll ist. Das ist aber nicht weiter problematisch. Wo hat er das angezeigt? Er hat ja jetzt hier komplett voll angezeigt. Normalerweise wäre der Stick leer, würde er jetzt hier einmal blinken, würde er da einmal blinken, da einmal blinken, da einmal blinken. Das wäre dann voll geblinkt, dann würde er hier noch einmal blinken und das wäre es dann gewesen. Ja. Und im laufenden Betrieb zeigt er auch aufgrund des Blinkens an, wie voll der Stick ist. Das ist natürlich sehr praktisch, ja. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt reicht es gerade eben. Jetzt leveln wir den Peak aus. Obwohl, ich denke, Peak ausleveln und auf die Aufnahmefunktionen gehen wir in der nächsten Folge genauer drauf ein. Okay, das hört sich gut an, Olli. Dann würde ich sagen, pack doch das Gerät einfach mal zu dem ganzen Aufbau, den wir jetzt schon mit dutzenden Kabeln, Chaospad etc. gemacht haben, einfach dazu und wir lassen uns noch kurz mal 3-4 Impressionen zeigen, wie das Gerät wirkt, während damit gearbeitet wird. So, der Jens wechselt auch gerade eine Platte. Das iKey liegt aufnahmebereit dort und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal an, wie das Gerät im Betrieb aussieht. Das war's von unserer Seite, bis zur nächsten Episode.